Moin moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Ja, wir haben das letzte Mal ja erstmal was, ja, sag mal so, gejagt für das Essen. Wollen wir schnell noch das Fleisch da weg. Genau, neun Fleisch, da sollte was draus werden können. Scheinbar nicht so viel. Ist aber nicht schlimm. Sternchen ist manchmal am Jagen, einmal derzeit öfter. Das heißt nicht, dass einmal was trifft, ne? Aber. Und irgendwie sterben unsere Hunde weg. Aber das liegt wohl oder übel an den Wölfen. Ja gut. Können wir jetzt nicht ändern, müssen wir dann schauen. Wir haben ja noch. Kommst du her? Das Hündchen da. Ellie, sozusagen. Domestiziert. Hund. Kann leider nicht transportieren. Wir lassen ihn alle mal in aller Ruhe. Domestizieren, ne? Bei 10% trainiert ist natürlich. So wird das was. Soll hier was gebaut werden? Ja klar, Sternchen ist natürlich erschöpft, weil. Ja. Was hier die letzte Nacht mehr oder minder durchgemacht hat. Wir schicken sie gleich mal ins Bett. Ein Stück schneller, damit dann. Alles klar. Gut. Jetzt schläft sie. Gut, es ist noch nicht kuschelig warm, aber zumindest ein bisschen. Sagen wir mal, Priorität zu hoch. Und hoch. Wir bauen mal noch einen dritten, weil 15 Grad ist nicht viel. Problem ist natürlich, na, verrottet durch Temperatur dann irgendwann. Ja, nicht schlimm. Wir könnten das ja hier drüben auslagern. Machen wir mal zwei Lagerplätze. Dann ist es nicht mehr ganz so warm. Ihr hattet ja gesagt, das hier erwärmen, also das den Raum erwärmen. Dann fermentiert es besser, aber die eine Fackel reicht natürlich scheinbar schon. Man muss es nur auf hoch setzen. Und ja, dass dem kalt ist, ist klar. Der hat natürlich kein Dach über dem Kopf. Naja, gut. Aber das ist ja nicht bei der Welt. Die Sache ist ganz einfach, wir brauchen langsam Materialien. Ja, wir haben zwar Erde und minimal Leben, aber Erde liegt hier noch sinnlos rum. Kalkstein. Lieber Iltis, lass bitte mal den Wildkadaver. Jonathan, stopp. Frag das mal bitte. Ja, wir waren nicht schuld. Aber es ist Fleisch.
Ein Iltis. Genau, ihr hattet ja auch geschrieben. Ich soll hier bessere Betten und so weiter bauen. Wie gesagt, das Gebäude soll am Ende nicht mehr existieren. Gut, das stimmt. Also definitiv nicht mehr. Das ist jetzt nur, damit wir überhaupt was haben. Oh, Iltis und unser Hund. Das ist natürlich schade, aber naja. So. Die darf mal auch transportieren, damit wir endlich mal unsere ganzen Rohstoffe da sammeln. Und wir brauchen definitiv mehr Kalkstein und jo, eine ganze Menge. Und vor allem auch Kohle. Haben wir denn irgendwo Kalkstein? Erde, 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 Erde. Gold. Jo. Scheint alles erstmal mit Erde bedeckt zu sein. So, hier war Leben. Leben, Leben, Leben. Kalkstein, ne? Wenn jetzt ein bisschen Salz dabei ist, ja, was soll's. Nur mal nebenbei, welche Ressourcen werden da jetzt genommen? Wolle. Naja gut, bringt uns nicht viel. Hätte jetzt eher auf Milch und sowas gewartet. Aber das sieht nicht so aus, so deswegen. Uns das auch nicht viel. Man könnte aber. Hier sind wir. Als allererstes hier erstmal Beordnung reinbringen. Na, die Bäume, die nicht dazu gehören. Hier. Die können schon mal weg. Ja, die stehen uns nur im Bild und ja. Die dürfen einfach mal weg. Zack, das dauert natürlich ein Weilchen, ja, aber so haben wir erstmal wieder Holz. Dann würde ich ganz einfach mal. Kann ich das eigentlich einpacken? Ja. Was bringt denn viel? Naja, ich sag mal Geld. Weiß das Market vielleicht ein bisschen komisch aussehen? Das sind jetzt 8 Stühle und Henry, wo baust du jetzt? Nee, Henry, bau mal hier. Genau, also ich möchte im Endeffekt die Möbel bauen und diese dann einpacken und einfach mitnehmen.
auf die nächste Karawane und natürlich dann verkaufen. Na, das ist eigentlich, das ist ja schön. Trainingsversuch erfolgreich. Ist ein Vorschlag, den ihr in Staffel 3 schon gebracht habt und ihr hattet gesagt, Möbel verkaufen sich sehr gut. Also auch Trophäen und sowas. Die rennen doch nicht immer weg. Ah, perfekt. Hier verrottet es dann nicht mehr. Vielen Glück. Das Schöne ist, wir haben hier mehr Platz. Es sind vor allem 18 Grad. Das ist bei weitem nicht mehr so kalt wie vorher. Unterhaltung kannst du später genießen. Wir brauchen Stühle. Mach den noch. Und ja, das wird jetzt wieder eine Nachtschicht. Aber hey, so lernt Henry weiter bauen. Und treibt den Skill hoch und ja. Und Theobald hat was zum Sitzen. Acht Holzsessel und die müssen alle eingepackt werden. Ja, Jonathan. Ganz ohne Dach. Oh, hier geht's schon los mit dem Dach. Ist natürlich immer ein bisschen ungünstig. Schlaf gut ausgeruht, also das ist ja perfekt. Entfernen heißt das dann, der wird zusammengepackt? Mal schauen. Scheint so. Die essen wunderschön draußen. Bringt das einen Vorteil? Im Sitzen gegessen, ja, es bringt einen Vorteil. Und ja, ich lasse den das jetzt schnell zusammenpacken. Eventuell können wir heute schon eine Karawane losschicken. Gehen nicht mal kaputt. Also schaue ich gleich, aber auf und zersetzt sich. Nee. Eher nicht so. So, wir haben so um 8. Das ist die nächste ja. Verkaufsstelle und wen schicken wir denn mal? Jede Kunst 8. Damit habe ich jetzt noch was vor. So, und du bekommst Burek und Taba mit. Die sind noch nicht eingelagert. Also doch nicht. Da
Also entfernen. Oh, macht man den Holzdichter hin. Nee, Alma, das macht keinen Sinn. Mach erst mal das hier. Und hoch. Na, einfach damit wir das schon mal hier haben. Danach müsste das eigentlich funktionieren. Wow, Alma. Zweifeldurstig. Pff. Guck mal, wenn du deine Arbeit nacheinander machst, geht das viel schneller. So, gut. Um 11, da könnten wir ja noch jemanden losschieben, ne? Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Funktioniert, ja. Ach komm, Theobald. Ich würde jetzt lachen, wenn wir nichts zu essen haben. Doch. Du nimmst einfach Burek mit, dann funktioniert das. Und ab geht die Luzi. So. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich vorhin sagte, mit der habe ich noch was vor. Klingt total böse, ist aber nichts Schlimmes. Ich hatte ja gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr selber mit rein wollt. Zack, Edeltrader heißt nun Bionalu. Ich glaube, ich habe es 100% falsch ausgesprochen. Aber hey. Falls ja, dann tut es mir leid. Ganz ehrlich, die braucht ihr jetzt hier nicht mehr. Das vergebene Liebesmühe. So, was macht sie? Sie baut. Er betet. Sie. Sveti betet. Ach, das machen die in der Mittagspause. Oh, perfekt. Dann können wir ja wir hatten 68, 49. Na, wir können ja auch mal 1, 2, 3, 4 Tische da hinbauen und später verkaufen. Müsste ja funktionieren. Und wir können ja auch mal so nett sein. Könnten, aber das bringt uns nichts. Geht nur mit dem kleinen Holztisch. Oh, Sternchen und Spätje. Zack, drei Stühle ran, können sie da auf, da sitzen. Ja. Und da braucht Theobald jetzt wieder doch ein Stück länger. Das passt heute nicht mehr rein. Leider Gottes, ich hätte es gerne noch gesehen, ob es funktioniert. Aber dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Für heute aber erstmal gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Kommentare. Schreibt gerne immer weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.